So Leute, und hier geht's jetzt wieder weiter. Wir waren hier stehen geblieben. Und wir geben uns ins nächste Gebiet. Raum des Eiswächters. Okay, das gefällt mir schon mal gar nicht. Denn ich befürchte, hier befindet sich dann ein Impuls. Und ja, ein dreiköpfiger, keine Ahnung. Naja, da wir hier uns, da die Dämonen aus der Hölle kommen, will ich denken, das ist Cerberus. Ein Eis-Cerberus. You are powerless, but not worthy to set foot here. Wow, I've never seen a talking mutt. You know, in a dog show, you definitely take first place. Haha, yeah. Yeah, lass mir einen coolen Spruch raus. Easy, Fido. Platz hast du. Come on. Ja, easy. Er hat immer einen geilen Spruch drauf. Komm, ja, so beim Fuß. So ist der unser Tante. Also ich knall jetzt immer nur mal selbst der Knalle auf den Fuß. Ich hab kein. Ach, verdammt! Er hat mich getroffen. Oh, 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich benutze lieber ein Objekt. Ich heile mich lieber mal. Bevor mich dieses Ding umbringt. Weil da habe ich jetzt keinen Bock hier zu sterben. Mann, soll ich hier einfach mal den Kopf fahren? Du Scheiße! Heilige Scheiße! Leute! Verdammt! Leute! Schaut gar nicht gut für mich aus! Ich glaube, das Viech wird mich voll killen! Weil es einfach mal von meiner Knarre ab. Auf Feuer! Was? Oh, oh. Mach Platz, Hündchen! Nicht gut. Ah, fuck. Verdammte Scheiße! Aber wir haben eine gelbe Kugel. Wir können es nochmal probieren. Dieses Hündchen Platz machen. Aber bevor ich das mache, zum Glück starten wir genau wieder hier. Werde ich mich jetzt ein bisschen mehr vorbereiten. Ich habe jetzt nicht so tollen diesen Wow-Wow gerechnet. Den dreiköpfigen. Deswegen kaufen wir uns einfach hier mal ein paar dieser Dinge ein. Ja klar, der kleine Gott ist schon groß, ist mehr als wie der mittlere. So, wir gehen mal hinein. Ja, die Sprint überspringe ich jetzt mal. Die Sprint werde ich jetzt mal überspringen, egal wie groß sie auch ist. So, ich würde sagen, ich knall das Ding einfach nur ab. Oh, bist du verrückt, Alter. Moment. Ja. Okay, das bringt nichts. Ich
greife bei meiner Knarre. Die Knarre ihm voll in die Beine. Oh, verdammt, Och, Scheiße! Wie gesagt, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, das Suchchen ist ins Knie gezwungen. Und wir schlagen ihm jetzt die Köpfe ab. Stirb, Hundi! Er hat jetzt noch einen Kopf, aber den hat er auch nicht für lange. Ah! Oh, voll erwischt. Komm her, Hündchen! Mach Platz! Bitte abknallen. Okay, Leute, ich bin lieber eine Heilung. Denn ich habe jetzt überhaupt null Bock zu sterben. Jetzt wo das Viech fast tot ist. Das reicht mir aber endgültig. Down! Back down! Who knows? I'm not even sure myself. Help. You have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. Und jetzt bekommen wir eine neue Waffe. War die cool oder war die scheiße? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall scheiße, Leute, wie hab ich. Ich bin bei dem Kerl nur krepiert, ey. Der war voll lahmarschig. Ja. Die schaut nicht so schlecht aus, die Waffe. Schaut so aus, als könnte man da richtig geil. Man damit richtig geil Monster niedermetzeln. Cerberus erhalten. Cool. Und sammeln wir natürlich ein und gehen gleich weiter und kommen zur nächsten Sequenz. Ich hoffe, wow, ein Motorbike. Und oh mein Gott, da ist eine Frau. Er lässt schon wieder einen voll geilen Spruch raus und wird dafür gleich mal abgeknallt. Ja, Dante hat's drauf. Zwei verschiedene Augenfarben. Der hat sich auch Kontaktlinsen drin. Oh ja, ja. Ja, springen wir zu uns drüber. This just keeps getting better and better. Immer einen coolen Spruch verrat. So, ich glaube damit. Ja, damit haben wir diese Mission ebenfalls abgeschlossen. Auch mit ein wenig Problemen. Ja, ich weiß, ich bin immer gestorben, aber nicht, bin ich zurück. Ich werde versuchen natürlich so oft, so wenig wie möglich zu sterben, aber
manchmal lässt es sich nicht verhindern. Ja, ich beende hier den Part und im nächsten Part geht's dann mit der nächsten Mission weiter. Wir sehen uns dann wieder. Ciao!